So bastelst du ein Angelspiel. Dafür brauchst du 3 Holz- oder Plastikstäbe, Schnur, etwas Draht, eine Schüssel, Zeitungs- oder Geschenkpapier, ein paar kleine Geschenke und eine Schere. Schritt 1, die Angelrute. Nimm einen Holzstab. Dann schneidest du mit der Schere ungefähr 1 Meter Schnur ab. Bitte deine Eltern, für dich oben in den Holzstab eine Kerbe in das Holz zu ritzen. Es geht aber auch ohne Kerbe. Und solltest du einen Plastikstab genommen haben, brauchst du das natürlich auch nicht. Wickle jetzt das Schnurende um den oberen Teil und mach einen festen Knoten. Schritt 2, der Angelhaken. Für den Angelhaken brauchst du ca. 5 cm Draht. Bitte deine Eltern, dir beim Abschneiden zu helfen. Biege den Draht nun in die Form eines Angelhakens. Er sieht ein bisschen aus wie der Buchstabe S. Mach eine kleine Schlinge, Angelhaken einhängen und die Schlinge zu einem festen Knoten zusammenziehen. Mach dasselbe mit den beiden anderen Angelruten. Schritt 3, die Geschenke. Suche mehrere kleine Geschenke für deine Freunde aus. Verpacke die Geschenke mit Geschenkpapier. Du kannst auch Zeitungspapier nehmen, sieht auch gut aus. Dann umwickelst du jedes Geschenk mit einer Schnur, machst einen Knoten und eine schöne Schleife. Darin kann man dann später prima den Angelhaken einhängen. Schritt 4, das Angeln. Lege die verpackten Geschenke in eine Schüssel. Auf geht's! Das Angelabenteuer kann beginnen! Viel Spaß dabei!